Ich sage das jetzt ganz leise, mich hat niemand gehört, okay, ist ein bisschen unangenehm. Lieblingskollege am Set, das sind sicherlich die drei größten Unterschiede. Das kann ich nicht beantworten. Kurz vor einer Prügelei ist. Mit denen möchte ich manchmal nicht tauschen. So, liebe Freunde, es geht los. Mein Name ist Anina Hellenthal und der liebe Niklas von Best Outtakes hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein paar Fragen zu beantworten. Zum Teil seine, zum Teil eure. Und da habe ich doch spontan mal ja gesagt, habe ihn jetzt gefühlt Wochen warten lassen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Jetzt endlich sitze ich hier. Ich bin gerade frisch vom Dreh nach Hause gekommen und ich würde sagen, wir legen los. Ich bin wahnsinnig gut vorbereitet, habe die Fragen hier auf meinem Handy. Los geht's. Lieblingsessen, alles Mögliche, immer wieder was anderes. Die Vielfalt macht's, aber ich mag sehr gerne asiatisch. Bochum oder Köln? Beides. Kann mich nicht entscheiden, aber Bochum ist meine Heimat. Dein schönster Urlaub. Ich finde, es ist so toll, immer wieder neue Sachen zu sehen und deswegen kann ich mich gar nicht entscheiden, aber ich kann mich immer noch super gut an einen Urlaub erinnern. Da muss ich so 12 gewesen sein und wir waren in Kanada mit der Family bei Bekannten und die hatten dort ein Riesenareal. Ey, das war für Kinder war das ein Traum. Wir durften dort alles Mögliche machen. Trecker fahren, Mini-Motorrad fahren, Motorboot fahren, durch die Wälder streifen. Wir waren voll von Mückenstichen, aber hatten die Zeit unseres Lebens. Das war großartig. Drei Worte, mit denen du dich nie beschreiben würdest. Na, offensichtlich mal spontan. Weinerlich. Schlagfertig. Nein, also eigentlich bin ich schlagfertiger. Das hätte jetzt vielleicht auch schneller kommen können. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das müssen andere machen. Ich weiß es nicht. Berge oder Strand? Strand, auf jeden Fall. Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit? Freunde treffen, das Leben beobachten, draußen sein, in der Sonne, mit lieben Menschen sein, Spaß haben. Meistgenutzte App? Wahrscheinlich WhatsApp, würde ich mal vermuten. Lieblingskollege am Set habe ich nicht. Es gibt natürlich Kollegen, mit denen drehe ich mehr als mit anderen, aber ich liebe alle meine Kollegen und jeder ist auf seine Art besonders und toll. Das kann ich nicht beantworten. Innen- oder Außendreh? Außendreh. Schönstes Film-Theaterprojekt, bei dem du mitgemacht hast? Ach, ich mochte alles, was ich bisher gemacht habe, aber ich glaube, am prägendsten war sicherlich mein allererster Film. Weil noch alles so neu für mich war und so aufregend und so spannend und ich keine Ahnung von Tuten und Blasen hatte. Also das sicherlich. Mein allererster Film, Die reichen Leichen, damals vor 8 Jahren. Genau. Und ansonsten Betty natürlich, ne? Weil ich da jetzt einfach schon so lange bin und die Möglichkeit habe, diese Rolle so lange zu begleiten und das mit meinen Kollegen so lange zu machen. Deswegen Betty ganz sicher auch. Und ach Gott, alles, alles. Letzte Frage der Schnellfragerunde. Lieblingsort im Urlaub? Im Urlaub. Okay, dann legen wir jetzt los mit den richtigen Fragen, mit den langen Fragen. Und das beginnt mit: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du erfahren hast, dass du bei Betty dabei bist? Kann ich. Ich war in Holland im Urlaub mit meinem Freund. Meine Family hat da so einen kleinen Bungalow und dort waren wir am Meer. Und ich sage das jetzt ganz leise, mich hat niemand gehört. Okay, ist ein bisschen unangenehm. Ich war gerade auf Toilette. Ich musste pipi. Und hatte aber mein Telefon dabei und dann rief meine Agentin an und ja, bin ich halt dran gegangen. Ich glaube, die weiß bis heute nicht, dass ich gerade auf Toilette war. Und sagte, ja, du bist dabei, du hast die Rolle, du bist Betty. Und ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Also in meinem Kopf war ich komplett raus aus der Nummer, keine Chance, das zu kriegen, weil ich das Casting voll versemmelt habe. Also ich habe mich permanent versprochen. Also ich hatte so medizinische Fachbegriffe da im Casting. Die habe ich echt nicht auf die Reihe bekommen. Ich war halt nervös, ist ja klar. Dann hatte ich das Gefühl, ich bin viel zu jung für die Rolle, weil die Rolle einen 16-jährigen Sohn hat. Also von vorne bis hinten hat irgendwie gar nichts geklappt, zumindest für mein Gefühl. Deswegen war ich umso überraschter, dass ich tatsächlich diese Rolle bekommen habe. Habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ja. Dann ging es echt relativ bald los. Ich musste mich relativ schnell an die Bücher setzen, Kostümproben machen und wurde da in diesen Betty-Kosmos geschmissen, in dem ich mich bis heute befinde. Gott sei Dank, das ist großartig dort. Wie bist du dazu gekommen, Schauspielerin zu werden? Also, ich habe als Kind das erste Mal am Schauspielhaus in Bochum so eine Kinderrolle in einem Kindertheaterstück gespielt. Da wurde richtig ein Casting gemacht und wir mussten so als Hühner über die Bühne gackern. Und irgendwie bin ich dabei geblieben. Also, wann immer die Kids oder Jugendliche suchten für Stücke, die mal mit Text, mal ohne, habe ich das gemacht und habe dann ja kleinere Rollen dort gespielt, irgendwie in Macbeth und Dantons Tod und Der Streit von Marivaux und so weiter und so fort. Und das habe ich gemacht und habe das geliebt, weil ich ein
super schüchternes, introvertiertes Kind war, mich immer nicht so ganz getraut habe, aus mir rauszukommen, vor allem nicht unter Menschen. Also ich stand nie gerne im Mittelpunkt und die Bühne war verrückterweise immer ein Ort für mich, wo ich das konnte, wo ich ja alles ausprobieren konnte, wo ich irgendwie gefühlt viel mehr ich sein konnte, obwohl man ja eine Rolle spielt, wo ich keine Angst hatte, wo ich ohne Scheu irgendwie raus bin und mich ausprobieren konnte. Ja, und einfach eine riesen Spielwiese. Und das ist bis heute so. Ich liebe das und vergesse eigentlich relativ bald jede Angst, wenn ich spielen darf. Kannst du als Schauspielerin beeinflussen, in welche Richtung deine Rolle geht? Ja, bedingt schon, klar. Also im besten Fall ist das ja eine Zusammenarbeit von verschiedensten Gewerken, ja, also von Regie über Schauspieler, Kostüm, Maske. Natürlich hat die Produktion auch immer ein Wort mitzusprechen, die produzieren den Film ja. Klar, also im besten Fall kann ich da auch mitreden und kann Wünsche äußern, irgendwie, wie zum Beispiel was Kostüm betrifft oder Maske oder die Texte auch, die Szenen, können wir da vielleicht ein bisschen mehr noch ins Extrem gehen oder kann ich da irgendwie einen Satz streichen oder den verändern, mir mundgerecht machen, sodass das besser passt. Ja, ich kann ein bisschen mitreden, manchmal auch ein bisschen mehr. Dadurch, dass ich jetzt die Betty schon so lange mache, habe ich da das Glück, dass ich auch Wünsche äußern kann oder sagen kann, das und das finde ich super, das nicht so sehr, können wir da noch ein bisschen dran arbeiten. Das geht schon und das sollte man auch machen. Wie fühlst du dich damit, Szenen zu spielen, bei der deine Rolle beispielsweise große Panikattacken hat? Macht das privat auch etwas mit dir? Wenn ich eine Panikattacke zum Beispiel, nehmen wir mal das als Beispiel, eine Panikattacke spiele, dann macht mich das jetzt nicht so fertig, dass ich danach völlig betröppelt und bedrückt zu Hause sitze. Also ich nehme die Emotionen nicht mit nach Hause. Ich produziere die in dem Moment und in dem Moment fühle ich das im besten Fall wirklich. Aber danach ist auch gut. Also ich kann das trennen. Privat als Anina bin dann nicht wahnsinnig mitgenommen. Aber es macht natürlich körperlich was mit mir, ne? Also wenn ich Angst spielen muss, weinen muss, irgendwie vielleicht heftig atmen oder so, dann ist das anstrengend für den Körper, auch für den Kopf. Das ist eine enorme Konzentration, die da gefordert ist und körperlich anstrengend. Und ich bin natürlich nach solchen Szenen deutlich erschöpfter als nach einer lustigen Szene, wo ich irgendwie nur ein bisschen lachen muss oder so. Also ich bin dann schon echt fertig abends und K.O. Ja. Das schon. Welche Szenen fandest du in der Storyline von Betty bisher nicht so passend und welche wünschst du dir eventuell noch für deine Rolle in der Zukunft? Nicht so passend fand ich bisher eigentlich gar nichts, weil je vielfältiger das ist, was ich da spielen darf, desto schöner ist das für mich natürlich, ne? Wenn ich in jede Richtung mal gucken kann und in jede Emotion mal eintauchen kann, dann ist das für mich natürlich total spannend als Schauspielerin. Deswegen, bisher hat mir alles Spaß gemacht. Aus allem kann man sich irgendwie was rausziehen, was einen interessiert, was spannend ist. Was ich mir noch wünschen würde, ehrlich gesagt, möchte ich mich gerne überraschen lassen. Ich glaube, die Betty, die hat schon eine Menge durchgemacht und viel erlebt, ja, sowohl schöne Sachen als auch sehr traurige. Das begann irgendwie mit der Family, mit dem Sohn, der krank war. Da machst du als Mutter natürlich ordentlich was durch. Dann wurde sie verletzt, wurde abgestochen. Also da gab es eine große Bandbreite, glücklicherweise, die ich schon spielen durfte. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden und freue mich einfach auf alles, was da noch dazukommt. Wenn du nur noch eine Folge von Bettys Diagnose drehen dürftest und dir selber aussuchen könntest, was du in dieser genau als Betty machen würdest, wie sähe die Folge dann aus? Wenn ich nur noch eine Folge zu drehen hätte, dann würde ich mir all meine liebsten Lieblingskollegen an meine Seite wünschen, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite und fände es großartig, wenn das Betty-Team mal so einen kleinen Betriebsausflug machen würde. Und so einen Betriebsausflug, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Trip in die Eifel oder keine Ahnung, gibt es ja tausend Möglichkeiten, wandern gehen oder sowas. Ich meine, das bietet ja unheimlich viel Potenzial für skurrile, lustige Situationen. Irgendwie, dem einen passiert das und dem anderen passiert das. Ich glaube, das wär sehr, sehr witzig. Irgendwie alle mal auf einem Haufen und zum Beispiel irgendwie 2 Tage in so einer Art Schullandheim oder so. Das bietet eine Menge Potenzial für witzige Szenen. Oder auch tragische, hey. Also ich meine, alles ist möglich, ne? Von allem ein bisschen, das wäre wahrscheinlich am schönsten. Gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Rolle als Betty? Ja, klar. Also sicherlich gibt es Ähnlichkeiten. Natürlich auch schon mal allein dadurch, dass ich diese Rolle spiele und natürlich irgendwie was mitbringe. Aber ich würde sagen, Ähnlichkeiten zwischen Betty und mir sind sicher, dass beides recht taffe Frauen sind, dass sie beide schlagfertig sind auf eine Art. Ich glaube, ein ganz gutes Gespür haben, also relativ empathisch sind für die Menschen um sie rum und Situationen ganz gut erfühlen und ertasten können. Ich würde sagen, dass das vielleicht Gemeinsamkeiten sind. Und Unterschiede, also ich meine, es liegt auf der Hand, ich habe keinen erwachsenen Sohn.
Da hat Betty mir einiges voraus und ich war nie verheiratet. Auch ein großer Unterschied. Und ich bin keine Krankenschwester. Das sind sicherlich die drei größten Unterschiede. Was war deine Lieblingsszene? Welche die emotionalste und welche die, wo am meisten gemacht wurde? Ehrlich gesagt habe ich keine Lieblingsszene. Es gibt so viele Szenen, die großen Spaß gemacht haben. Manchmal liegt es auch gar nicht an dem, was da geschrieben ist, sondern vielleicht auch daran, dass es an dem Tag besonders witzig war oder es viele Versprecher gab oder ich einfach einen besonders guten Tag hatte, sowas passiert. Und dann ist es besonders lustig, weil ansonsten gibt es echt viele Szenen, die mir großen Spaß gemacht haben. Eine zum Beispiel ist die, wo Betty und Frank Stern, ist jetzt schon eine Weile her, sich so ein bisschen an die Gurgel gehen und sich so ein bisschen rumschubsen und kurz vor einer Prügelei ist. So. Das hat mir große Freude gemacht. Da hatte ich großen Spaß. Die emotionalste Szene. Betty ist durch viele emotionale Höhen und Tiefen gegangen. Da waren ganz schön viele emotionale Szenen dabei. Also habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, ein kranker Sohn ist für eine Mutter natürlich ein Horror. Da durchleidet man tiefste Täler. Dann hat sie zwei Trennungen hinter sich. Die waren auch sehr emotional. Und zu guter Letzt wurde sie noch abgestochen. Naja, das dann verbunden mit vielen Panikattacken, die einen noch begleiten. Auch das ist natürlich hochemotional und nimmt Menschen mit. Und das war für mich sehr emotional zu spielen. Ja. Auch solche Panikattacken dann für sich im Geheimen zu haben und erstmal nicht zu wollen, dass das jemand mitbekommt, ist irgendwie was, was sehr emotional ist. Insofern, ich durfte schon viele emotionale Sachen spielen. Die Szene, wo am meisten gemacht wurde, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann die am aufwendigsten war, für mich zumindest, die Szene, wo Betty abgestochen wurde. Das haben wir nachts gedreht und das ist natürlich verbunden mit viel Aufwand, also mit Kunstblut, mit einer Stuntprobe, den Sturzproben. Dann hatten wir ein Messer. Ich musste mich mit dem Kollegen koordinieren, wie wir das machen. In der Vorbereitung ist das auch schon aufwendig, weil ich mich natürlich irgendwie da ein bisschen versucht habe reinzulesen, irgendwie, wie ist das, wenn man eine Stichverletzung hat, wie fühlt sich das an? Tut das weh im ersten Moment oder eher nicht? Wie fühlt sich der Körper dann? Taumelt man oder fällt man direkt zu Boden? Sowas. Das war für mich recht aufwendig und super spannend, das mal zu spielen. Und man will das natürlich so gut wie möglich machen. Deswegen habe ich mich da einige Zeit vorher dran gesetzt und versucht, mich vorzubereiten. Welchen anderen Charakter aus Bettys Diagnose würdest du gerne spielen, wenn du nicht Betty wärst? Und welchen überhaupt nicht? Also an dieser Stelle mal fetten Respekt und ab das Hütchen. Also, ich habe echt großen Respekt vor unseren ganzen Ärztekollegen, also vor Max, vor der Claudia, vor dem Erik, die diese wahnsinnig komplizierten Fachausdrücke sich ständig merken müssen und runterrattern, als wäre es das Einfachste der Welt. Da habe ich großen Respekt vor und stehe da manchmal echt daneben und denke, Gott sei Dank muss ich nur erklären, was das dann bedeutet. Nicht mehr die Begriffe merken, weil das ist schon echt anspruchsvoll und das mit denen möchte ich manchmal nicht tauschen. Aber ansonsten würde ich tatsächlich, hätte ich schon, glaube ich, Spaß auch daran, mal einen Arzt zu spielen. Was ich tatsächlich gerne auch mal machen würde, wäre eine Rolle, die so ein bisschen extremer ist, ne? Also die Betty ist ja sehr bodenständig, recht normal in Anführungsstrichen. Und was zum Beispiel die Claudia mit der Dr. von Arnstedt oder Erik mit seinem Dr. Lewandowski oder unsere Roni mit der Ava Edemir, die sind ein bisschen extremer, die Figuren, und da hätte ich schon auch große Freude dran, sowas mal zu machen. Ich glaube, liebe Freunde, es ist soweit. Wir kommen zur allerletzten Frage. Bist du glücklich mit deiner Rolle bei Bettys Diagnose und was planst und wünschst du dir für deine Zukunft? Ja, ich bin sehr glücklich mit meiner Rolle. Nicht nur, weil es eine tolle Rolle ist und weil ich das gerne spiele, sondern auch, weil ich jetzt, ich glaube, im fünften Jahr bin bei Betty und dadurch, dass wir 10 Monate im Jahr drehen und so viele Stunden am Tag dort verbringen, ist das natürlich mittlerweile wie eine kleine Familie. Ja? Also die meisten Leute im Team sind beständig da und dann gibt es ja nun auch einige Kollegen, mit denen ich das jetzt schon ein paar Jahre mache und das ist natürlich echt toll. Ja? Also wenn man so viel Zeit da verbringt, dann ist es total wichtig, dass man tolle Kollegen hat und das habe ich Gott sei Dank, sowohl im Cast als auch im Team. Das macht nach wie vor großen Spaß. Deswegen bin ich sehr happy. Und was ich mir für meine Zukunft wünsche, privat, dass meine Liebsten um mich rum glücklich und gesund bleiben, ich natürlich auch. Und beruflich, dass ich mich noch ausprobieren darf und ganz viele verschiedene Rollen spielen darf. Ja, dass ich weiterspielen darf. Das wäre das Schönste. Das ist tatsächlich für mich mein Traumberuf und ich wünsche mir, den noch lange machen zu können. Ja, ihr Lieben, ich denke, das war's. Ich glaube, ich habe alles beantwortet. Ich danke euch für eure Fragen. Es hat mir großen Spaß gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. With the